Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Review und zwar diesmal von der iTouch.js. Das Ganze ist eine Flashkarte, die nur mit dem DS und DS Lite funktioniert. Sie wurde übrigens vom M3-Team entwickelt und benutzt eigentlich nur eine andere Firmware, aber ist ansonsten relativ gleich mit der M3. Und dann kann man die Verpackung erstmal öffnen. Die wurde, glaube ich, schon beim Schließen und Öffnen ein bisschen mitgenommen. Und da ist eine Einlage drin, die eigentlich für eine Slot-2-Karte und eine Flash-Karte ist. Aber da keine Slot-2-Karte drin ist, wurde das Ganze mit einem Micro-SD-Karten-Lesegerät ersetzt. Da es nicht relativ teuer erscheint, es ist, glaube ich, das gleiche wie bei der RFID SDHC-Dual Core 2014 von RFID SDHC.com mitgeliefert wurde. Und außerdem gibt es hier noch die iTouch DS. Hinten stehen nochmal die offiziellen Funktionen drauf. Und ansonsten gibt es da, glaube ich, nichts mehr. Bei der Karte selbst gibt es hier einen kleinen Huckel unter dem Aufkleber, wo ein Chip drunter ist und wo deswegen eine Einsperrung in Plastik ist. Außerdem gibt es noch die Kontakte, wo keine Schutzstege dazwischen sind. Und hier ist das der MicroSD-Kartenslot, der mit einer Feder ausgestattet ist, wodurch die Karte sozusagen ausgeworfen wird, wenn man sie reinsteckt, beziehungsweise wenn man sie rausnimmt. Ansonsten sind die Kontakte auch nicht besonders lang. Es gibt übrigens auch eine Version für den DSi, die iTouch DS2 oder die iTouch 2, aber die besitze ich nicht. Und damit werde ich dir jetzt nochmal die Software zeigen. Wenn wir die Konsole mit der Karte starten, dann kommen wir erstmal in das Hauptmenü, wo es drei Optionen gibt. Einmal iCard, einmal iFAV und einmal iGame. Bei iCard kann man ganz normal die Inhalte der MicroSD-Karte durchsuchen und mit Select kann man sich Informationen über die einzelnen Spiele, ach nee, kann man Dateien löschen. Allerdings keine Ordner, zumindest keine, in dem was drin ist. Und mit X kann man irgendwas zu den Favoriten hinzufügen. Ansonsten ist es ein ganz normaler Dateibrowser, wo man auch Spiele starten kann. Dann gibt es noch iGame, was eigentlich das gleiche wie das erste ist, nur dass mit Select die Einstellungen zu irgendwelchen Spielen geöffnet werden. Dann kann man hier einzelne Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel Einstellungen für die Cheatcodes, das sind die ersten drei. Dann das Realtime, Slow Motion. Ich glaube unterschiedliche Speicherstände. Und Download Play aktivieren, warum auch immer man das manuell aktivieren muss. Diese Funktion kann man auch in den Favoriten einstellen. Also das hier ist eigentlich das gleiche wie die erste Funktion und es ist sinnlos, dass ich dafür zwei Kategorien genommen habe. Und dann gibt es eben noch iFAV, wo man mit Select die Einstellung ändern kann, wie schon bei dem unteren Icon, und mit X den Favorit wieder löschen kann. Und hier sind eben alle Spiele, die man zu den Favoriten hinzugefügt hat. Und dann gibt es hier noch eine Global.nds, wo man Einstellungen vornehmen kann. So kann man die Sprache verändern. Die Realtime-Funktion verändern. Entweder Reset, womit man wieder zurück ins Hauptmenü kommt, oder Realtime Save, womit man sozusagen in Spielen speichern kann, ohne dass da ein Speicherpunkt ist. Somit zum Beispiel direkt vom Boss speichern kann. Oder nehme ich mal Reset. Dann kann man es entweder für ein Spiel oder für neue Spiele oder für alle Spiele machen. Und dann gibt es noch eine Schlaffunktion, bei der der Bildschirm einfach ausgestellt wird nach einer gewissen Zeit, die ich aber ziemlich hinderlich finde. Spiele werden noch erstaunlich viele unterstützt. Sogar noch Lego Flucht der Karibik.
Aber da musste man, glaube ich, alle Funktionen deaktivieren. Soft Reset könnte noch funktionieren, da muss ich mal kurz gucken. Und außerdem muss man, glaube ich, auch Donut Play aktivieren. Und das funktioniert ja schon mal nicht so ganz, wie es sollte. Sonst unterstützt sie eben auch eigentlich die wichtigsten Spiele und hat auch einige Funktionen, wobei nicht alles mit allem kompatibel ist. So funktioniert zum Beispiel bei Metroid Prime Pinball. Kann man die Zeitlupe nicht richtig verwenden. Da fließt einfach nur das Spiel. Aber ansonsten ist das so erst einmal ziemlich langsam und damit ziemlich nervig. Also Sakura ist um einiges praktischer als diese iTouch-Oberfläche. Und die Karte hat auch keine gute Qualität. Weshalb ich sie auch nicht empfehlen würde. Bei Homebrew wird nur Auto-DLD-Patching unterstützt und das ist, glaube ich, auch nicht überall komplett fehlerfrei. Und man kann eben kein Nitro oder keine Spiele, die das Nitro-Dateisystem verwenden, benutzen. Aber FAT sollte normalerweise ohne Probleme gehen. Und auch sonst ist die Homebrew-Kompatibilität relativ hoch. Das war's mit diesem Video. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.